Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. "Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved." "I will do my best to save him, my lord," Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. "Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins." "I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee," Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. "You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you." "Yes, Lord, anything," Isaac's mother begged. "To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else." "Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Und damit herzlich willkommen zu Isaac, The Binding of Isaac Rebirth. Das ist der zweite Teil vom ersten. Und ja, das war beim Steam Store im Angebot, deswegen habe ich gedacht, hol ich es mir mal und spiel's mal für euch, mit euch. Ich habe schon ein bisschen angefangen, deswegen fangen wir jetzt das zweite Fall an. Nebenbei erkläre ich ein bisschen, warum nach dem Ankündigungsvideo dann doch keine Videos kamen. Und zwar lag das daran, dass mein Mikrofon kaputt gegangen ist. Und zwar... ja, ist mein Mikrofon kaputt gegangen, und zwar das Kabel war im Arsch nach der Aufnahme. Daher musste ich nach der Aufnahme erstmal warten und mir ein neues Kabel bestellen. Und ja, jetzt... Ey, du Arsch, au. Jo, vielleicht zweimal. Und daher, ja, wegen Abitur Co. habe ich dann doch gesagt, gut, richtest du das Ganze nochmal ab und, machen wir das Ganze einfach mal in Ruhe, wenn alles vorbei ist. Es ist zwar immer noch nicht alles vorbei, aber ich gebe mein Bestes. Ach, der ist das. Digga, warum habe ich jetzt so ein Pech? Und ja, bei Isaac geht es eigentlich darum, es ist nur so ein Casual-Game, was ich ziemlich geil finde. Digga, ich hab ihn doch gar nicht berührt, Digga, wollt ihr mich verarschen? Digga, dieser... Den Buddy sammel ich nie wieder ein, ey, ohne Witz. Wieder ein halbes Leben verloren, dann setzt man das Item ein. Ach, nochmal den Kackfreund, Alter. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt wieder richtig anfangen können. Das ist manchmal echt ätzend. Ich spiele das übrigens mit einem PS-Sky-Controller am PC, ja. So viel Swag habe ich. Ich versuche einfach bei Isaac jetzt jede Folge eine neue Challenge zu schaffen.
Und hoffe mal, dass das funktioniert. Okay, da will ich noch gar nicht hin. Ich will nämlich in den Raum und gucken, was da drin ist. Oh, ein halbes Herz, nice. Die Dinger heulen oder so. Aber ich finde Isaac zu witzig. Kackkarte. Voll Fail gehabt. Pech gehabt. So, und es wird ja, wie ich ja schon erwähnt hatte, weniger Minecraft kommen und mehr anderes. Es wird auch noch ein neues Horrorspiel kommen, und zwar Outlast. Das hatte ich aufgenommen gehabt. Das Problem dabei ist nur, dass ich einfach aufgenommen hatte und dann hat meine Tonaufnahme geleckt und danach hatte ich dann vor das Problem, dass alles verzögert war und dann konnte ich es nicht richtig bearbeiten und beziehungsweise synchronisieren und darauf hatte ich dann keine Lust. Ich meine, ihr habt da bestimmt auch keinen Bock drauf. Was ist das? Hype up, yay! Deswegen habe ich mich entschieden, fangs Outlast nochmal von vorne an. Da ich aber keine Lust hatte, nochmal ein Horrorspiel zu spielen heute, habe ich mich dazu entschieden, einfach eine Runde Isaac zu spielen. Dum, 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 dum. Also es gibt kleine und große Räume und es gibt so viele Items hier, ich kenne noch gar nicht alle. Übrigens, Isaac schießt mit seinen Tränen. Das ist das Beste am ganzen Spiel, ich habe gar keinen Schlüssel. Ist da einer drin? Nein. 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 Nein, wie geil. Was ist hier oben? Nichts. Da ist ein Schlüssel, aber wie soll ich jetzt an den Schlüssel kommen? Ich habe keine Bomben mehr. Oh, jetzt droppt hier irgendwas in Herzen. Fällt es im nächsten Raum eine Bombe oder ähnliches? Was kriegen wir hier gedroppt? Nice, eine Bombe. Hier unlockt Lazarus. Cool. Hallo Lazarus. So. Und je nach Items sieht halt Isaac auch immer anders aus. Kill Ziel. Nice, wenn ich irgendwas töte, dann hielt mich das? Ja, das meinte ich gerade mit. Je nach Item sieht er halt anders aus. Er kann auch wirklich komplettes zerstört aussehen, ne? Nice, 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 nice. Und was kommt? Dinge! Oh, seit wann schießt das Ding? Du willst mich verarschen? Oh, er kommt dahin. Ja! Entspann dich! Alter, da hab ich dreimal Glück gehabt. Monstrous Tooth has appeared. Lass mal die ganze Kacke hier kaputt machen, da könnte nämlich immer was drin sein. Was ist das? Evil Up. Oh. Das waren 5 Bomben. Was war das? Okay, gut, dann öffnen wir erstmal die Kiste. Nehmen wir das Puppy für ein Herz. Use the fly half. Was ist das? Oh, okay. Ich muss immer mal gucken, was welches Item bringt. Ich spiele. Ah ja, habe ich schon erwähnt mit Controller. Ja, genau, und dann gibt es halt je nachdem unterschiedlich viele. Viele
Räume. Was wollte ich, irgendwas wollte ich jetzt sagen? Ja, das hier ist zum Beispiel ein Raum, da kommen Gegner für Items. Also das heißt, ich kann die Kiste aufmachen, Items kriegen. Das ist immer ziemlich zufällig generiert. Und dann, muss ich dafür dann halt die Gegner töten oder so. Oder halt eben diesen... Man muss halt hier relativ viele Kompromisse eingeben. Und da renne ich natürlich auch noch rein bei meinem Glück, das ist super. Nein, dafür muss ich zum Beispiel ein Leben abgeben. Für, It kinda works. Okay. Oh, jetzt habe ich einen Schlüssel ausgegeben. Hier kann ich zum Beispiel für Geld Bomben und so kaufen. Ich kaufe 15 das Item. Extra Card Room. Okay, ich dachte nur, hinter dem Raum wäre irgendwas. Die Folge ist doch gleich schon vorbei. Wir haben nur noch 2 Minuten. Ich würde sagen, das Level machen wir noch zu Ende. Ihr seht so süß aus, aber nein! Man bringt mir eh nichts. Jo, die tun richtig weh, glaube ich. Die explodieren. Nicht, aber da kommen Kugeln raus. Gut, eine Bombe. Hier ist noch ein Raum. Ich hatte gerade natürlich so viel Glück da mit den, Ich hatte so viel Glück mit den ganzen schwarzen Herzen eben. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ein Schlüssel. Na gut, wir können dann nochmal gucken, ob da irgendwas versteckt ist. Ja, noch ein schwarzes Herz, nice. Der Raum ist da noch übrig, dann müsste hier irgendwo der Boss sein. Münze! Ja, der Magnet wirklich? Der funktioniert wirklich? Oh, eine Karte. Item Multiplier, yay! Shielded Tears? Okay, guck mal, wie Isaac mittlerweile aussieht. Oh nein, die hasse ich. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Die gehen mir richtig auf den Sack. Noch ein Schlüssel. Ah, okay. Ich würde gerne erstmal die Skelette hier aus dem Weg räumen und dann die hässlichen Viecher da zu töten. Aber die Shielded Tears sind ganz gut, damit kann ich Angriffe von Gegnern abwehren. Das ist nice. Das Item hatte ich zum Beispiel auch noch nie. Arschloch. So, Gertie. Das ist mein Hass und Boss. Okay, gut. So unendlich funktionieren die dann doch nicht. Ich denke aber nicht, dass das jetzt so ein Problem wird. Oh, ich darf ihn auch nicht berühren, okay. Ach komm, so lange kann das ja nicht mehr dauern. So einzelne Angriffe kann man damit ganz gut abwehren, aber wenn da so viele kommen, dann wird das meistens knapp. Jetzt hole ich nochmal meine Fliegen raus und dann müsste... Ja, Boots. Herz, brauche ich nicht. Speed up. Ja gut, das war dann mal die erste Folge von The Bindings of Isaac, wie hier aussehen.
Wenn es euch gefällt oder wenn es, also auch wenn es kein Minecraft ist, gebt doch einen Daumen nach oben und favorisiert oder was weiß ich, zeigt es euren Freunden. Oder schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr an Spielen sehen wollt. Und vergesst nicht, unten in der Videobeschreibung ist auch der MMOGR-Partner-Link. Wenn ihr mich unterstützen wollt oder irgendwie Spiele kaufen wollt, zum Beispiel Isaac, kauft das auf jeden Fall über den Link, dann unterstützt ihr mich auch damit. Und damit bezweckt ihr, dass ich halt auch mehr mit Spiele sozusagen für euch spielen kann. Na gut, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.